So. Einen wunderschönen Monte Buongiorno oder guten Morgen oder wie auch immer. So, es ist immer noch kalt. Es ist Ende, Mitte November 21. Wir fangen jetzt an und machen Strom. Also ich habe ja schon mal teilweise Strom gelegt. Wir machen jetzt vorne noch ein paar Lichtschalter und ein paar Pumpen und alles ein bisschen an sich sehr einfach gehalten. Also bei uns ist es sehr einfach gehalten. Ich wundere mich, dass die Kachel läuft. Weil ich will jetzt nicht Schnickschnack mit irgendwelchen Boostern. Ich habe so viele Videos gesehen, die haben da hier perfekt irgendwas gebaut und jetzt haben sie alle Probleme, müssen irgendwelche Teile tauschen und Sicherungen tauschen. Das möchte ich nicht. Und darum haben wir uns beschlossen, wir machen bloß, wir haben das Solar oben drauf. Dann haben wir immer noch eine Batterie, da kommt aber dann nochmal eine neue rein oder zwei neue. Dann haben wir nur den Dometic-Kühlschrank, der verbraucht 70 Watt, ich habe mal runtergerechnet, so ungefähr um die 30 bis 40 Ampere in 24 Stunden. Ja, und ansonsten haben wir bloß LEDs oben. Was haben wir denn noch? LEDs, ja, das war es eigentlich schon. Und wie gesagt, Steckdosen setze ich, weil wir den Wechselrichter haben. 1000 Watt ist der bloß. Wir brauchen ja nicht viel. Ja, ansonsten ist das schon alles gewesen. Wir haben jetzt nicht groß mit Ladebooster oder irgendwelchen anderen Schnickschnack und Landstrom. Wir haben auch Landstrom, das zeige ich auch noch. Aber das ist ja vom Netz schon gegeben. Das ist ein DEFA-Stecker, diese kleinen Dreiecke. Also diese dreieckigen Stecker da. Ja, ja, also machen wir jetzt den Strom. Ist jetzt nicht so aufregend, außer das ganze Abgeknipse und Arter Endhülsen und Schuhe und so ein Mist und ja, müssen wir gucken. Ja, da hinten sieht noch ein bisschen wüst aus, aber ja, das zeige ich euch jetzt alles, ne? Alles klar, bis dahin. So, hier ist so ein bisschen meine Elektrokiste. Ich verbinde zum Beispiel alles hier mit normalen Lüsterklemmen. Ich habe auch hier irgendwo Vakuumklemmen. Hier irgendwo. Ja, aber muss ich mal sehen. Ich habe hier so eine Zange für die anderen Endhülsen zum Abisolieren. Ist jetzt nicht so geil, die klemmt man sich immer ein bisschen über die Finger ein, aber naja, funktioniert schon so. Ich habe jetzt erstmal hier im Schrank, sieht ein bisschen wüst aus. Da haben wir jetzt hier, ich habe das alles hingetackert. Viele sagen jetzt so, das geht so nicht. Klar, siehst du doch. Ja. Das ist jetzt quasi hinten die Steckdose, die da rausguckt, und das andere ist die Wasserpumpe, die hier unten liegt. Und jetzt führen wir das ganze Kabel hier durch den Sitz nach hinten, und ja, dann müssen wir weiter stehen, wie wir das da machen. Auf jeden Fall erstmal schön. So, jetzt kommt hier das ganze Kabel raus. Ich habe jetzt hier nochmal eine Steckdose gesetzt, also eine 12 Volt. Da steckt jetzt unser Kühlschrank dran. Ja, das habe ich hier nochmal 220 Volt, die werde ich mit dir rüberlegen, weil ich werde hier noch eine Steckdose hinsetzen. Ja. Also haben wir erstmal hier noch eine Steckdose hingesetzt für den Kühlschrank. Wie gesagt, das kommt dann alles hier mit dahinter. Hier ist schon mal hier so Steckdose. Jetzt machen wir hier noch die ganzen Kabel, die machen wir jetzt hier alle schön lang und dann gucken wir mal weiter. So, jetzt haben wir erstmal hier die ganze Leitung gezogen. Das ist noch nicht die Endlösung, es ist erstmal nur, dass es stabil ist. Ich habe jetzt alle immer getackert. Viele sagen jetzt, wie kannst du nur, Mensch, ja, ich kann das. Ja, es geht jetzt alles hier hoch. Und hier oben ist dann der Kasten, also hier, ne, der Sicherungskasten. Da schauen wir mal jetzt rein, wie es da aussieht. Kann man gleich mal rumgucken. So, naja, so sieht es jetzt aus. Und das werden wir jetzt alles mal hier entwirren und dann hier mit reinklemmen. Wir stecken ja schon diverse Sachen. Oh, und dann gucken wir mal. So, Chaos, Chaos, Chaos. Jetzt nehmen wir mal hier unsere kleinen Sicherungen. Haben wir hier angeschlossen, das geht jetzt quasi immer hier so, dann hier unten durch und hier drüben wieder raus. Das ist die eine Wasserpumpe, das kommt jetzt hier, da kommt dann noch der Schlauch da durch. Dann haben wir hier unser wunderschönes Chaos hier, da leuchtet eine LED, ich weiß aber nicht, warum die leuchten. Wir haben die eine Verbindung, aber da müsste man drin was hören. Auf jeden Fall ist jetzt alles angeschlossen, also wir haben jetzt quasi 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Was die 8 jetzt ist, wissen wir ja nicht. Werden wir bestimmt gleich rausfinden. Wir stecken auch schon mal alles an und dann gucken wir mal, was hier funktioniert und was nicht. So, jetzt habe ich mal die ganzen Sicherungen reingemacht.
Dann gehen wir mal auf die große Rätseljagd. So, jetzt haben wir hier die Wasserpumpe. Das ist ja rein theoretisch. Schlägt die mal hier so her. Wenn wir jetzt hier drücken, müssen wir die jetzt hören. Läuft. Wasserpumpe vorne, check. Was haben wir noch? Ach hier. Jetzt weißt du, warum das leuchtet. Weil hier ist noch kein Schalter dazwischen. Darum leuchtet es. Darum hat die LED auch geleuchtet. Alles klar, jetzt weiß ich, was das ist. Das ist nämlich quasi die hier. Wenn ich jetzt die hier rausnehme, müsste das theoretisch ausgehen. Ja, genau. Darum leuchtet das LED, weil die einen Durchgangsstrom haben. Gut, hier müssen wir noch einen Schalter zwischen basteln. Machen wir gleich mal wieder ab hier. So, die haben wir jetzt rausgeschraubt. Jetzt gucken wir mal weiter. Jetzt haben wir ja theoretisch noch Dusche. Das ging ja schon hier, das geht, klack. Und jetzt müsste hier die Wasserpumpe, hier unten drinne, die müsste jetzt, wenn ich jetzt hier das bewege, müsste hier unten ein Geräusch kommen. Forschen wir mal. Wie Sie hören, hören Sie nicht. Okay, da müssen wir mal schauen, wo da der Fehler liegt. So, Pumpe kann nicht gehen, weil die ist ja hier noch gar nicht angeschlossen. Gut, da müssen wir jetzt noch verlängern und dann gucken wir mal. Ne? Da geht uns gleich mal hier das Herz in die Hose. Ja, na wie gesagt, hier machen wir jetzt noch eine Verlängerung dran und dann müsste das funktionieren. So, jetzt haben wir hier das Kabel geklemmt. Machen wir hier eine Sicherung rein. So, Sicherung drin und... Jetzt nochmal Pumpe, die zweite. So, wie gesagt, hier ist der Schalter. Hinten ist die Pumpe. Und läuft. Sehr schön. So, dann verbauen wir noch handelsübliche Steckdosen. Da habe ich jetzt schon mal angefangen, ein Loch zu bohren. Dann machen wir einmal hier. Und hier ist schon das Loch. Und einmal da. Und da kommt auf die Seite, also da kommt auf die Seite 230 Volt Landstrom und auf die Seite ziehe ich mir bloß ein Kabel vom Konverter, ziehe ich mir bloß vom Wechselrichter bloß ein Kabel hoch und dass wir dann außen Steckdosen haben. Wie gesagt, der hat zwei, der hat unten eine, oben eine und eine lege ich mir hier her. Und dann machen wir halt hier schön so eine Steckdose dran. Ja, damit man auch mal so Steckdosen nutzen kann. Ja. Und hier ist geplant. Eine normale Steckdose, die kommt hier hoch und da zwacke ich mir eine Dreier-Steckdose, so ein Verteiler, der kommt hinten in den Kofferraum und da von dem Dreier-Verteiler kommt nochmal eine Steckdose hier vor. Also, dass wir hinten im Kofferraum eine Dreier-Verteiler haben und hier nochmal eine normale Steckdose. Ja, so ist jetzt der Plan. Jetzt habe ich ein Problem, mein Akku lädt. Ich muss auch schon wieder hier voll tanken, die Hütte. Nehme ich einfach hier so ein Loch-Ding hier. Ja, und dann geht das seinen Gang hier. Ne? So. Wunderschön. So, jetzt haben wir hier von hinten eine Steckdose. Die geht da rein. Das war einfach eine handelsübliche Leitung. Und hier machen wir jetzt dasselbe nochmal. Da habe ich hier den Stecker abgeschnitten. Und jetzt machen wir eine Verteilerdose. Das ist 230 Volt und das da drüben ist hier Wechselrichter. Ja, das basteln wir jetzt hier so hin, ja. So, Chaos, Chaos, Chaos. So, wie gesagt, jetzt haben wir hier Steckdose gesetzt von innen. Das ist, und das geht jetzt an den Wechselrichter. Das ist eine stinknormale Leitung. Da habe ich einfach bis abgeschnitten, also ne, quasi die Buchse abgeschnitten und jetzt das dort verzurrt. Hier drüben ist auch eine stinknormale Steckdosenleiste. Geht natürlich nicht, weil das jetzt Landstrom ist. Hier kommt quasi der Zustrom vom Land. Da draußen, ich habe einen DEFA-Anschluss, das habe ich jetzt hier gekoppelt. Und dann wird jetzt hier noch, haben wir so, die Steckdose kommt hier hoch, die kommt hier so hin. Und hier ist ja noch das Loch und da kommt die andere Steckdose hin, eine Doppelsteckdose. Und dann wird da von da noch eine Leitung gezogen hier rüber. Und dann haben wir hier noch eine Steckdose für Landstrom. Ja, das ist der Plan. Kühlschrank habe ich gesehen. Ich habe hier eine Steckdose gebaut. Da. Der Kühlschrank läuft nicht auf 12 Volt, er läuft auf 12 Volt, aber ganz minimal und durchgehend. Und ich habe es jetzt so gemacht, dass wir
den permanent am Wechselrichter mit dran haben. Ich habe ja zwei Steckdosen, steckt der damit dran und dann läuft der. Wie gesagt, auf 12 Volt läuft er nicht, läuft nur durchgehend, dass er kühlt, also läuft ein Lüfter. Und auf 250, 230 Volt, dann läuft der normal. Bis minus 20 Grad hier, das ist schon ordentlich, aber na, brauchen wir ja nicht. So, naja, wie gesagt, das basteln wir das hier. Und ja, weiter geht's. So, jetzt haben wir hier die Steckdose. Das ist eine Doppelsteckdose. Die haben wir jetzt hier mit reingeklemmt. Ja, ist jetzt schwarze Kabel. Das ist ein bisschen blöd, aber ich habe jetzt keine roten mehr. Ja, das haben wir jetzt hier alles verbastelt. Jetzt hängen wir die hier hoch, die Steckdose, machen das alles noch ein bisschen schön. Ja, ist relativ schwierig hier zu bauen. Ja, ist ein bisschen russisch alles. Aber es ist schon erstaunlich, wie schwer es ist, eine gescheite Steckdose zu finden. Also das ist ja absolut, ey. Ich hatte jetzt eine mit Stecken zum Stecken, das ist immer wieder rausgegangen. Da hat die Halterung und das hat alles nicht funktioniert. Und ach, das ist ein Rotz hier. Naja, so, naja, gut. Hängen wir mal hin, den ganzen Mist hier. Schauen wir mal. So, jetzt habe ich das hier einfach hier mit so einer Schelle fixiert. Das hält bombenfest. Ja, Kippschalter noch. Jetzt haben wir das hier alles so gemacht. Das machen wir jetzt alles noch schön. Und dann sind wir ja mit Thema Strom eigentlich auch schon wieder fast durch hier. So, jetzt machen wir es mal ganz einfach. Wir haben eine Batterie. Die hat 12 Volt. 85 Ampere. Ja, da gehen jetzt die Kabel raus. Einmal das hier. Das geht hier hoch und geht hier wieder rein. Das versorgt uns jetzt mit Strom. Dann haben wir noch ein zweites Kabel. Also zwei Kabel. Das eine Kabel, das geht hoch. Hier mit lang. Hier. Und das geht hier raus an den Schaltplan. Also, ne? An das Schaltpanel. Und das andere, das dritte Kabel, das geht hier rüber zum Wechselrichter, der drin uns den Strom gibt. Ne? So viel erstmal dazu. Hier kommt das eine Kabel raus, was wir gerade gesehen haben. Und da geht, kommt das Solar an. Ne? Hier sieht man gerade, wie es lädt. Die Batterie, die blinkt, also kriegt er jetzt Strom von oben. Ja, und damit lädt er jetzt die Batterie. Haben wir festgestellt, funktioniert ganz gut. Wir kommen eigentlich gut mit der kleinen Batterie jetzt in der Ausbauphase hin. Das ist eigentlich nicht verkehrt. Hier haben wir jetzt noch eine Steckdose, eine kleine. Steckdose funktioniert nur einwandfrei, haben wir jetzt schon probiert. Ja. Oben auf dem Dach sind Solar, das zeige ich dann auch nochmal. Das ist nicht groß, 200 Watt hat das. Und das sollte für unsere Zwecke eigentlich reichen. So, jetzt haben wir hier quasi die ganzen Zuleitungen. Das Problem ist immer, das ist erstmal wenig. Wir haben jetzt auf den Schalt, also auf den Sicherungskasten, hatten wir jetzt 12 Steckplätze und wir haben, glaube ich, 9 belegt, wenn ich das richtig gesehen habe. Und es kommen halt unheimlich viele Zuleitungen zustande und das muss man halt alles noch ein bisschen schön machen. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber es ist erstmal viel Holz. Also ich habe insgesamt verlegt 30 Meter, ja, 30 Meter. Rund 30 Meter Kabel. Sowohl, also 30 Meter plus und 30 Meter minus. Also Neutralleiter und hier Strom halt. Ne? Wie gesagt, die anderen geht alles über die Decke. Über die Paneele habe ich einfach darüber gelegt. Ich habe jetzt nichts, also absolut gar nichts mit Kabel, sagt man denn. Kabel, also Leerrohren habe ich gar nichts gemacht. Wie gesagt, ist alles hier immer an den Schnittstellen vertackert. Zum Fixieren, das reicht mir. Ja, so viel erstmal dazu. So, Solar. 200 Watt. So, abschließend liegt jetzt erstmal alles hier so da, noch kreuzt der Quere und so, und hast du nicht gesehen, das werden wir jetzt alles noch die Tare verstecken und dann kommt hier dahinter, dass das zu ist, eine Stoffbahn, werden wir irgendwas hinmachen mit Stoff oder so. Ja, so ist der Plan, genauso wie hinten in der Seitentür.
jetzt erstmal alles hier so rumänisch. Das machen wir alles noch schön und und dann werden wir einfach bloß hier noch ein bisschen Stoff darüber ziehen, dass man das Kabel nicht so sieht. Und hinten lassen wir so noch was einfallen, wenn wir das alles hier noch schön fixieren und machen. Ja, ist also ein bisschen Wirrwarr, aber es funktioniert. Ja, das war's mit Strom. Funktioniert, tun ja alles, ja. Da war's das. Jetzt erstmal. Und Strom ist jetzt durch. Ja, das war's mit Strom.